Guten Tag. Grüezi. Nehmen Sie bitte Platz. Ich würde gerne eine Ferienreise buchen. Bali, Borneo, Madagaskar? Ja, vielleicht. Mallorca, Gran Canaria, Kreta? Nicht unbedingt, weil... Lugano, Zermatt, Weinfelde? Nein, ich habe in einem Prospekt von Ihnen gelesen, dass Sie korrekte, nachhaltige... Jetzt, wo ich Sie so genau anschaue, ist mir natürlich klar, was Sie wollen. Sie kommen wegen unserem Angebot für ethisch korrekte Erotikreisen, oder? Ja. Was haben Sie denn so für Vorstellungen? Ja, Vorstellungen habe ich natürlich diverse, aber ich weiss nicht, ob die korrekt sind. Ich als Mann will natürlich auf keinen Fall eine Frau ausbieten, schon gar nicht in der dritten Welt. Und trotzdem... Da sind Sie bei uns genau richtig. Für den verantwortungsbewussten sexreisenden Mann haben wir zum Beispiel die Max Havela-Kuschelreise mit Einwohnerkontakt. Aha. Und das ist aber schon mit... Mit Reiseführung, selbstverständlich. Nein, ich meine mit... Körperberührung durchaus. Aber der Erotikreisende wird zuerst in kleinen Gruppen in Kulturgeschichte und Familienpolitik vom entsprechenden Land eingeführt. Eingeführt, ja. Und nach dem Gruppenseminar ist dann schon auch... Intimkontakt? Genau, das ist dann schon auch inbegriffen. Oder muss ich zuerst deren ihre Familie kennen, bevor er sich kann? Den erotischen Akt vollziehen? Genau. Also verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe immer grossen Respekt vor der solidarischen Beziehung zum anderen Geschlecht. Aber auch bei so einem belästigungsneutralen Naturaplan-Sex will man doch dann zum... Zum Schuss kommen. Wie bitte? Dann wollen wir langsam zum Schluss kommen. Ich empfehle Ihnen unser zertifiziertes Bangkok-Bio-Bums-Package mit den Knospen. Knospen finde ich gut. Wann geht der nächste Flieger? Einen Moment, schnell. Am nächsten Sonntag am Morgen früh. Sonntag? Da habe ich als Sozialdemokrat ein bisschen Mühe. Ich will natürlich auf keinen Fall, dass die Erotikarbeiterin für mich Sonntagsarbeit leisten muss. Dann warten Sie doch einfach bis am Montag. Das ist mir eben wieder ein bisschen zu lang. Pressiert Sie ihn denn so schüli? Ja, schon. In dem Moment hätte ich vielleicht Ihnen noch einen anderen Vorschlag. Haben Sie zufälligerweise heute Abend etwas Nachhaltiges vor? Wissen Sie was? Ich buche glaube lieber Wanderferien in der Cinque Terre. Macho!